Herzlich willkommen zum DAX-Check, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Thomas Bergmann. Grüß dich, Michael. Gestern hat der DAX ein Plus eingefahren von 0,7% ungefähr. Jetzt sind wir auch im Plus gestartet, aber recht unentschlossen. Er tänzelt so ein bisschen um den Schlusskurs von gestern Abend. Die Fed-Entscheidung steht im Fokus und gut, die wird uns heute nicht mehr im Handel, zumindest wenn wir die nicht mehr erleben, im deutschen Handel, aber wir warten darauf. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wir könnten eigentlich die Sendung von gestern laufen lassen. Wir bewegen uns weiterhin quasi in einer engen Handelsspanne seitwärts und müssen halt jetzt schauen, ob vielleicht die Fed den nötigen Impuls liefert, dass wir die eine oder die andere Richtung eben einschlagen. Weil für einen Trader ist natürlich der Markt im Moment eine Katastrophe. Ansonsten, solange wir über der 12.000-Punkte-Marke uns halten, ist es natürlich schon sehr wichtig. Wir haben uns auch gerade schon mal die Wahrscheinlichkeiten quasi vor der Sendung angeschaut, wie viele Zinserhöhungen es in diesem Jahr geben könnte. Ja, es sind die Wahrscheinlichkeit, dass es 4 sind oder mehr, also die wird bei etwa 38% gesehen und der Rest quasi rechnet mit 3 oder weniger. Das Verhältnis war schon mal anders, also die Wahrscheinlichkeit für 4 und mehr war schon mal niedriger. Muss man abwarten. Nach dem heutigen Termin wissen wir sicherlich mehr. Jetzt schauen wir uns die Charttechnik mal an. Die Charts dürften in jedem Moment hier reingeladen werden und dann können wir uns die altbekannten Marken anschauen, Wie gesagt, ändert sich ja nichts. Sieht man hier schön, dass wir immer enger werden von der Handelsspanne. Die übergeordneten Linien sind 12.000 und 12.530. Ja, und wir brauchen neue Impulse, entweder nach oben über diese 12.530, 12.6 war es im Intraday als Widerstand und nach unten ist die 12.000-Punkte-Marke natürlich extrem wichtig. Ja, und die Impulse können es dann eben heute geben mit dem Fed-Zinsentscheid, wie du sagst, nachbörslich. Wenn wir da drunter fallen, wäre nicht so toll. Gut, dann schauen wir morgen wieder drauf auf den DAX und auch auf die Zinsentscheidung, was dabei herausgekommen ist und wie dann die Wahrscheinlichkeiten für 4 oder 3 oder was auch immer Zinserhöhungen sind. Danke erstmal für heute, Thomas. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein zur gewohnten Zeit zum DAX-Check. Bis dahin.